Dimnemo oder Dimnemosyne ist so der Name aus dem Griechischen, die griechische Göttin, Dimnemosyne, die Göttin der Erinnerung. So haben wir uns auch eben diesen Namen gegeben. Und Technik ist die Kunst, also die Kunst, wie erinnere ich Sachen? Wie merke ich mir zum Beispiel, wenn ich 50, 60 Leute habe in meinem Seminar und dann einfach nach dem Vornamen frage und durchgehe, wie merke ich mir solche Dinge? Also wie kann ich eben jeden Einzelnen von Ihnen dann oder von dir dann oder von euch dann eben in einem sogenannten Gedächtnispalast memorieren, abspeichern und noch vielleicht interessante Details dazu, wie ein Geburtstag, die Telefonnummer, Lieblingsspeisen, Beruf oder was auch immer. Ich werde euch aus Mathematik, aus Ersatzwortmethode, wie merke ich mir lateinische Ausdrücke, also so ein langes Wort mit 22 Buchstaben ohne Rechtschreibfehler oder solche Dinge. Und da kann jeder für sich das herausholen, was er gerne möchte oder was er lernen will. Und eins ist sicher, wenn ich das kann, kann das auch jeder von euch. Also ich bin hier nichts Besonderes. Es ist nur eine Frage der Zeit, also so diese Methode. Ich kann jetzt bis 1524 zurückrechnen. Ab dann gibt es ja diesen Julius und Gregor, also es wird ein bisschen komplizierter. Aber bis dorthin geht es ganz gut. Also bis 1945 habe ich so quasi zu jedem Tag, eben zu jedem Datum den entsprechenden Wochentag und habe geübt, einmal 3 Stunden, dann nochmal vielleicht in Summe, sagen wir mal 30 Stunden üben und dann kann man das. Also es sind so Tricks. Das letzte Mal war ich auf der Uni, also letzten Samstag, und rechne eben hier die dritte Wurzel aus einer 6-stelligen Zahl und alle faszinierend, oh mein Gott, das geht in 3 Sekunden, wunderbar. Also ich bin ein Genie, sage ich, nein, das geht so und so mit 10 Sachen merken, 2 Regeln und dann geht's. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Trick. Sage ich, nein, das ist eine Kunst, kein Trick, sondern man muss wissen, wie. Ja? Und die Mnemotechnik, wie gesagt, die Technik ist eine Kunst. Also es sind alles Künste und das kann man sich aneignen. Das ist jetzt nichts Besonderes, das kann jeder von euch. Das ist aber eine Medaille mit 2 Seiten. Auf der einen Seite gibt es die Techniken und das sind immer die gleichen Techniken. Wie schaffe ich es eben, Sachen zu vergessen? Und drehe ich das Ganze um, dann versuche ich, die Sachen zu erinnern. Aber es ist immer die gleiche Methode, immer die gleiche Logik. Zum Einsteigen oder zum Beginn ist es ganz ratsam, dass man sagt, mit dieser LOCE-Methode oder LOCI-Methode von Locus, von Location, könnte man das so sich vorstellen, ich habe jetzt hier meine Wohnung zu Hause oder mein Haus und ich gehe da rein und habe hier ein Vorzimmer sehr wahrscheinlich, dann eine Küche, ein Schlafzimmer und ein Bad und dann die anderen Zimmer und so weiter. Und dann gehe ich so im geistigen Auge meine Wohnung durch und gehe in jeden einzelnen Raum hinein und suche mir jetzt in jedem Raum irgendwelche markanten Punkte. Das ist so der erste Einstieg, das kennt man vielleicht noch, hat man irgendwo mal gehört. Da ist die Mikrowelle und dort klebe ich eben die eine Information rein. Und dann kommt eben das Abwasch und dann gebe ich dort jemanden an hinein und. Und habe ich pro Zimmer so 7 bis 10 Punkte und ich habe vielleicht 5 Zimmer, dann habe ich irgendwo 50 Punkte, wo ich arbeiten kann. Wo ich zu jedem Punkt visualisiere das Ganze und dann klebe ich eine Information dort hinein oder hinauf. Und das kann sein eben der Vorname von einem lieben Menschen mit Geburtsdatum und ich weiß nicht was. Es könnte auch dort das erste Newton'sche dynamische Grundgesetz, F ist gleich einmal A, picken. Egal. Ja. Es ist irrelevant was, so ungefähr geht es. Das ist aber sehr fad, sage ich. Es ist zum Experimentieren ganz praktisch, mal probieren. Das ist so mal der erste Schritt, um dort einzusteigen. Ich sage auch immer Spaß, aber das ist so die Einstiegsdroge in die Mnemotechniken. Mit dem beginnt man mal und dann wird es witzig und dann will ich mehr. Und dann geht man einen Schritt weiter, weil oft kommen Leute und sagen, ich habe hier jetzt 4 Bücher und ich muss die alle wissen, zur Prüfung. Wie? Dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, die Wohnung ist zu klein, jetzt müssen wir auf die Marilferstraße. Und dann stellen wir uns auf die Marilferstraße hin und sagen, das Hauptwerk, das erste Buch ist die Marilferstraße, wie viele Kapitel haben wir? Und dann schauen wir so durch, dann kommen wir drauf 17 oder 7. Und dann suchen wir uns 7 oder 17 markante Gebäude auf der Marilferstraße. Und da steht der Leiner zum Beispiel für das Kapitel 2. Das erste Stockwerk für Kapitel 2.1, zweite Stockwerk 2.2 und so weiter und so fort. In der Ziegelgasse habe ich meine Sekundärliteratur abgespeichert, in der Neubaugasse das andere und. Es funktioniert, es ist wunderbar. Dann sitzt man, es macht auch Spaß, so zu lernen oder sich eben das so einzuprägen, weil dann sitze ich im Café Ritter mit meinem Buch im 4. Kapitel 4.3 und bearbeite gerade die 8 Rechtsfunktionen als Just-Student zum Beispiel. Und dann habe ich ein Klavier und dann hat es 3 Beine und pickt zu jedem Punkt etwas hin und so weiter und so fort. Ich könnte im Prinzip alles mit dieser Mnemotechnik-Methode der Ordnung und der Struktur arbeiten. Es gibt eine Möglichkeit, oder stellt man es, also so ein Prozess, wie man das alles lernen kann oder ankern kann. Und das ist ganz leicht, da muss man auch gar nicht mitschreiben, sondern das merkt man sich. Ihr visualisiert euch alle vor euch, also jeder stellt sich vor, so eine Tafel, so wie da, und schreibt auf die Tafel. Das geht noch, das ist ganz leicht. Also ich stelle mir eine Tafel vor und schreibe auf die Tafel und dann schreibe ich noch VW. Und mache beim V ein Quadrat. Und das ist so eine Regel, wie ich jetzt vorgehe, um komplexe
komplexe Funktionen oder komplexe Zusammenhänge eben in einer Reihenfolge abzuspeichern. Ich sage es nur kurz vor, dann machen wir ein Beispiel und dann kann ich es nochmal wiederholen. Ich gehe davon aus, dass die meisten es dann verstanden werden. Ich transformiere etwas Abstraktes in etwas Konkretes, Transformation. Also ein Beispiel wäre hier, ich sage, was sind hier die 10 größten, flächenmäßig 10 größten Länder auf der Welt? Also in ihrer, also Russland sehr wahrscheinlich und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste und dann gehe ich das durch. Und da beginne ich so, dass ich sage, was ist mit Russland? Russland, ich transformiere Russland. Das ist mir abstrakt vielleicht, ja. Russland jetzt nicht so, aber der lateinische Ausdruck für irgendeinen Knochen vielleicht durchaus, ja, oder ein Paragraph. Also Russland ist abstrakt vorausgesetzt und ich will das Konkretes, dann sage ich eine Wodkaflasche. Das ist das nächste, eine Assoziation. Ich assoziiere mit Russland eine Wodkaflasche. Ich mache das Ganze mit Fantasie, Emotion und Logik. Alles hat, ja, das passt, das ist alles dabei. Transformation, Assoziation, Fantasie, Emotion, Logik. Visualisierung ist das erste V und Verortung. Verortung heißt eben, das sind diese roten Punkte von der Lotse-Methode bis zum Gedächtnispalast. Also wo pickt welche Information auf der Route. Ich verorte das, was ich vorher visualisiert habe. Also zwei Vs und W steht für Wiederholung. Wenn ich eben so große Länder durchgehe von ihrer Fläche, dann sage ich, ich sehe Russland. Aber Russland ist eine Wodkaflasche von der Assoziation her. Kanada ein rotes Ahornblatt. Ja? China eine Frühlingsrolle. Brasilien habe ich einen Ronaldo, den Nationalspieler hier. Nicht? Und dann beginne ich, mache jetzt nicht die ganze Geschichte, wer Lust hat, kann ja nachher dann mit mir plaudern, dann erzähle ich ihm das. Ich sehe vor mir so eine eiskalte, klare Wodkaflasche und die steht auf so einem zerknitterten, roten Ahornblatt. Und im Hintergrund, wenn ich so vorbeischaue, daneben sehe ich nach hinten, sehe ich Hollywood. Wofür steht das? Naja, okay. Also Hollywood. Und aus dem O von Holly, da schaut was raus und ich schaue genauer hin, es ist weit weg und es kommt immer näher und näher auf mich zu und plötzlich kann ich sogar riechen, es ist eine Frühlingsrolle. Und ich beiße hinein und es schmeckt unvorstellbar lecker, nicht? China Nummer 4. Ich beiße rein, sage, boah, lecker und will nochmal reinbeißen. Und plötzlich schaut Ronaldo heraus in seinem grün-gelben Nationaldress und ich ziehe ihn raus, sage, wie bekommst denn du da rein? Und er grinst nur und sagt, frag doch das Känguru, Australien. Sag ich, welches Känguru? Und so weiter und so fort, okay? Man baut sich Geschichten. Ich übertreibe jetzt kurz, ja, und dann gebe ich Ihnen aber meine private Meinung. Da gibt es eben, die Mediziner kennen das. Also Sternocleidomastoideus, es gibt den Musculus Sternocleidomastoideus, Musculus Trapezius und so weiter und so fort. Als Techniker nochmal keine Ahnung, für mich ein extremes Vokabel, ja, verstehe ich nicht. Das nennt man in der Mnemotechnik eine Ersatzwortmethode. Da nimmt man das lange, furchtbare Wort, das für einen am Anfang ein bisschen irgendwie komisch klingt, und zergliedert das Wort in Wörter, die ich kenne. Ein Mediziner sagt Blödsinn, also das wäre eine Katastrophe, das Stern in so einen Stern zu zergliedern, weil jeder Mediziner, Medizinstudent weiß, dass das Sternokleid Schlüsselbein und so weiter ist. Aber wenn ich das jetzt nicht weiß, wäre das eben so eine Methode. Das ist, ich habe hier das Kleid, ja, mit C geschrieben, von Bonnie und Clyde oder warum auch immer. Ja. Ich habe hier die Oma drinnen oder Omas Kleid, noch lustiger. Dann könnte ich schon ein Bild dran arbeiten. Ich habe ein paar Stunden Französisch gehabt und weiß, dass Tor Französisch ist und heißt Dein. Und dann aus dem Lateinunterricht oder jemand hat mir mal gesteckt, dass Deus der Gott ist. Und dann könnte ich ja durchaus sagen, da stelle ich mir schon so einen Zeus, eine Zeus-Figur vor vielleicht, so mit Locken und in einem Sternenkleid von einer Oma. Also so Dein... Dein Gott trägt Omas Sternenkleid, nicht? Und wenn ich das O vergessen habe, und das habe ich hier, ich habe das O vergessen, was mache ich mit O? Und beim ersten Mal habe ich das vorgetragen und gesagt, na, da schreibt ein Sterno-Kleidomastodeus. Sag ich, okay, wie merke ich mir das O? Dann habe ich daran gearbeitet, gesagt, ein V-Ausschnitt ist blöd, ein O-Ausschnitt. Und dann habe ich hier so einen O-Ausschnitt reingemacht. Und damit ich es wirklich nicht vergesse, und so arbeitet man jetzt ganz intensiv damit, da habe ich so Brusthaare rauskommen lassen. Und damit ich es absolut nicht vergesse, krabbeln auf diesen Brusthaaren so Maden herum und dann greife ich drauf, nehme die Maden und beiß rein und denke mir, boah, das ist bitter. Ja, und dann vergisst man sowas nicht mehr. Also wenn man hier auf der mentalen Ebene das Ganze verstärkt und die Verstärkung läuft immer auf diesen 5 Kanälen ab. Wer das kennt, war Koch, ich sage das dazu, also das sind 5 Sinne. Wir haben halt nur die 5, der eine vielleicht im 6. oder so. Ich habe nur 5. Und da geht es halt visuell, alles, was ich sehe. Also ich kann mich nur erinnern oder vergessen an Dinge, die ich gesehen habe oder nicht gesehen habe. An Sachen, die ich gehört habe oder nicht gehört habe. An Sachen, die ich gespürt habe, kinästhetisch, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Also was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was habe ich gespürt, was habe ich irgendwann mal gerochen oder wie schmeckt das Ding?
Und wenn ich sage, ich sehe jetzt den, also es gibt ja noch, ich habe den Trapezius, den anderen Muskel. Das ist auch sehr leicht. Das ist der Ius, ist die Gerechtigkeit, das Trapez ist das Trapez, wo vielleicht dein Gott der Gerechtigkeit trägt Omas Sternenkleid mit einem Ohrschnitt und sitzt auf einem Trapez, das quietscht. Es gibt noch den Assosaurus oder so, dann sitzt er auf dem Trapez und schreibt noch eine E-Mail an, eine Esso-Tankstelle und so kann man Geschichten basteln. Und auch ich als Techniker und Nicht-Mediziner kann hier rechtschreibtechnisch zumindest die drei Hauptmuskeln da verbinden und das herleiten und kurz erklären, Investition 10 bis 15 Minuten. Der Vorteil ist, ich vergesse nie wieder. Das ist das. Dann sind wir wieder bei dem Römer, der sagt, ich zahle dir 200 Golddukaten, wenn du mir eine Technik beibringst, wie ich vergessen lerne. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, wo ich sage, ich habe oder ich kann die Welt nur auf den fünf Sinnen wahrnehmen, Bacock, sehen, hören, schmecken, riechen und so weiter. Wenn ich das Ding hier ins Plus treibe, also auf dem visuellen Kanal zum Beispiel, oder ins Minus treibe, was passiert dann? Wenn ich sage, mich hat ein Hund gebissen, da sind wir eben in den Anti-Mnemotechniken, also in dem Gegenteil von Mnemotechniken, oder wen das interessiert, der kann hier ein bisschen weiter suchen, recherchieren, da geht es um Submodalitäten, auf Hinblick von Repräsentationssystemen. Wenn mich ein Hund gebissen hat, dann will ich das ja nicht merken. Dann will ich mich ja nicht immer wieder daran erinnern. Und das kommt immer wieder und ich will es aber vergessen. Dann mache ich aus dem Film, der da in meinem Kopf so abläuft, ein Minus. Ich mache aus dem Film ein Bild. Und wie groß ist das Bild? So groß. Dann sage ich, na, lieber Ivica, kannst du das Bild ein bisschen kleiner machen, weil es macht mir Angst. Und dann probierst du das Bild ein bisschen kleiner zu machen, schiebst es weiter weg und gehst noch einen Schritt zurück. Wie schaut es jetzt aus? Na, jetzt ist es klein und weiter weg. Ist es in Farbe? Ja, immer noch. Na, mach's doch mal schwarz-weiß. Geht das? Und dann mache ich schwarz-weiß und den Kontrast raus und dann wird es immer verschwommener und fahler und ich sehe es kaum, mache noch einen Rahmen, zoome es noch ein bisschen weiter weg und ich vergesse es. Und habe ich da was gehört? Ja, na, dann schalt doch den Ton immer leiser und leiser und plötzlich ist es weg. Und die Erinnerung, und das ist das Paradoxe daran, im Hirn ist es wurscht, ob das wirklich passiert ist oder ob ich es mir nur vorstelle. Ja, das ist klar. Deswegen funktionieren auch Horrorfilme so gut, weil ich bin ja nicht drin und trotzdem sitze ich und will weg. Nur aufgrund der Vorstellung. Also klappt das. Und wenn das hier im Minusbereich klappt, was eben im Bereich NLP, Therapie, kurze Therapie, Psychotherapeuten und ihr machen, wie vergesse ich Dinge, dann geht es in die andere Richtung, ins Plus, dann drehe ich das Ganze um und sage, Moment, was will ich erinnern? Das erste Newton'sche dynamische Grundgesetz, F ist gleich mal einmal A, wie war das mit der Zeitableitung nach der Beschleunigung, dann kriege ich einen Impuls vor und das erinnere ich mich nicht, weil es eben nur so ein Bild irgendwo in der linken Ecke und dann gestresst auch noch. Na, dann mache ich einen Film draus. Und dann stelle ich mir vor, wie die Masse aussieht, welche Farbe die hat und wie die ausschaut, welche Form die hat und wie die sich bewegt und welche Rolle die Zeit spielt. Und dann sitze ich vielleicht auf der Masse und zoome mich durch Raum und Zeit herum und kann noch hören, wie so Photonen oder Tachyonen miteinander reden und kann mich durch Raum und Zeit bewegen und kann das miterleben. Mache einen Film daraus, aus einem statischen Bild. Das sind so die Tricks, mit denen Mnemotechniker arbeiten. Man hat jetzt eine Studie gemacht letztens, man hat eben nicht Mnemotechniker, um Mnemotechniker genommen, 100-100, und hat ihnen Aufgaben gegeben zum Memorieren, hat sie in eine Röhre reingesteckt, MRT, und dann gesagt, schauen wir mal im Hirn, was da passiert. Und bei den Nicht-Mnemotechnikern, also 100 Laien, haben probiert, irgendwelche Telefonnummern oder Sachen zu merken. Und du sagst, okay, normale Aktivität. Die Mnemotechniker waren 10-mal schneller und besser, aber das war jetzt nicht so relevant. Es war relevant, was passiert im Hirn? Es war bei den Mnemotechnikern oder den Leuten, die Mnemotechniken anwenden, immer das räumliche Vorstellungsvermögen überproportional aktiv. Immer. Es war nie, dass man sagt, okay, der hat sich an etwas erinnert und da war auch irgendein räumliches Vorstellungsvermögen. Es war immer das räumliche Vorstellungsvermögen aktiv. Jede Information, jedes Wissen, jede Formel, jede Telefonnummer, jedes Geburtstag, jeder Tag wird abgespeichert in irgendeinem Ort, wird verknüpft mit einem Ort und somit, weil vom Ort her, von diesen Grundinstinkten, die wir oder Strategien, die wir mitbekommen haben, so quasi als Jäger und Sammler, war es ja essentiell, überlebensnotwendig, dass wir uns im Raum hier gut bewegen können. Und so wird gearbeitet. Das heißt, ich kann einmal hier mir merken, ich habe meine fünf Sinne. Welche waren das? Sehen, riechen, schmecken und so. Also das kennt man, das weiß man. Und dann probiere ich eben im Plusbereich immer knackiger, immer farbiger, immer lauter, immer intensiver, immer geschmackiger oder immer bitterer oder wie auch immer, ja, das so zu ankern, damit die Telefonnummer dann auch eben im Gedächtnis bleibt. Zur Wiederholung, also die Orte sind wichtig. Wir arbeiten mit der Strategie auf der Bacock-Ebene, ins Plus erinnern, ins Minus bitte vergessen. So in etwa. Dann würde ich vielleicht noch ein paar Minuten nur zu den Zahlen was erzählen, weil man mit den Zahlen wirklich sehr, sehr spannende Dinge machen kann. Geburtsdatum zum Beispiel. Darf ich fragen nach einem Geburtsdatum? 17.03. 17.03? 47. Okay, 47.
Also das ist zum Beispiel ein automatisches Ding, dass ich sage, das ist ein Reiki-Meister. Ja? Also 47 ist ein Reiki-Meister, das kommt blitzschnell. Das ist eine Assoziation, die sofort da ist. Und Reiki ist bei mir eine Geschichte, die am Freitag eingebaut ist. Das heißt, dass 1947 der Doomsday ein Freitag war. Der Doomsday ist aber nicht Ihr Geburtstag. Der Doomsday war der 7.7., der 14.14. war ein Freitag, der 15. war ein Samstag, der 16. ein Sonntag. Also ergo, sollten Sie an einem Montag geboren sein. Wenn ich mich jetzt, ich bin ein bisschen unter Stress da, aber plus minus könnte so in etwa ablaufen. Stimmt das? Ja? Okay. Also so in etwa rechnet man das im Kopf, beziehungsweise gibt es eine Methode, wo man herumrechnet. Ja? Die ist ein bisschen komplizierter, da ich kein Rechengenie bin. Abstrakte Mathematik liebe ich, aber so Kopfrechnen habe ich irgendwie, vielleicht kommt das aus der Kindheit, vermute ich, dass man hier so die Lehrerin dementsprechend das gefördert hat oder eben nicht. Dann habe ich gesagt, naja, das Rechnen, also ich muss 47 durch 12, dann den Rest durch 4, dann die Summe nehmen, dann noch 3 dazu, dann so lange die 7 abziehen, bis eine Ziffer zwischen 0 und 6 entsteht. Das ist so die Regel ungefähr. Vorausgesetzt, es ist kein Schalter. Da der Reiki nicht schwarz ist, ist es kein Schalter. Ich habe gesagt, das ist mir zu kompliziert. Ich will mir die letzten 100 Jahre mit einer Geschichte merken. So habe ich mir für einen Freitag kommen 7 bis 10 Akteure vor und am Freitag spielt eine Geschichte, das ist so ein Reiki-Meister, der läuft mit einer schwarzen Leine an einen Löwen. Und er hat mit einem Löwen und einer schwarzen Leine angekettet. Und jeden Freitag steht der in einem Klo und spricht mit einer Schabe. Und die Schabe sitzt auf dem Klo und die philosophieren so über Gott und die Welt. Und das Ganze ist in einem ganz, ganz schwarzen Haus. Und wer hat mir die Geschichte erzählt? Das war ein Fisch auf einem Bike. Ja, der fährt immer um das Haus herum. Das sind so verrückte Sachen, ja, verrückte Dinge. Aber so kann ich mir eben alle Freitage merken, die 1947 ein Doomsday war. Und das war ein Mathematiker, der dann gesagt hat, wenn der Doomsday Freitag ist, dann musst du dir nur noch merken, dass der 7. März ein Doomsday ist und dann eben abgeleitet der 14. Und von dem kannst du dann eben hinrechnen. Nicht? Also das geht. Und wie gesagt nochmal, da muss man nicht Mathe können oder so. Da kann man mit Mnemotechnik kann man es ganz schnell machen. Ich habe das, ein Student von mir sagt, schau, kennst du The Mentalist? Vielleicht kennt das wer, ja? Und da zeigt er mir eine Szene am iPhone, da kommt dort rein und eine Lehrerin sagt, das menschliche Gehirn ist kein Computer. Niemand kann mir sagen, was der 26. Oktober 1960 war. Und er kommt rein und sagt, doch, Montag, mein Hirn ist ein Computer. Und ich mache, Moment, wenn der das kann und der normal ist, also entweder ist es ein Hollywood-Schmäh oder er kann das und das ist normal und ich bin auch normal, dann will ich das auch können. Und dann würde ich sagen, 30 Stunden Investition. Also 30 Tage, halbe Stunde, man ist dabei, oder Stunde, und dann ist man dabei, so ungefähr. Ja? Dann kann man das so auf den Knopf drücken. Es ist halt lustig, man wird auch ein bisschen dann schräg angeschaut, man darf nicht übertreiben. Also wenn man dann irgendwie, so ich hauptberuflich bin ich ja als Unternehmensberater unterwegs und heute sehe ich einen Bürgermeister, und der ist am 24. so wie sollten geboren, und sage, ah, das war ein Donnerstag, und die schauen mich alle schräg an. Das ist natürlich dann nicht, man muss schon, ich bin normal, oder also das wäre normal, dann bin ich ein bisschen verrückt. Ja, aus der Normalität herausgerückt. Aber das ist nichts Besonderes, das kann man eben üben, wenn man diese Strategien verfolgt. Nur um kurz, und dann bin ich fertig, da würde ich gerne fragen, vielleicht so interaktiv. Da gibt es so in der Regel, oder ich gehe es nicht durch, wer es interessiert, kann ich dann machen, für jede Zahl wird ein Konsonant, also ein Buchstabe verwendet, und ich füge dann Selbstlaute so lange dazu, bis ein Wort entsteht. Also ich sage, ein T ist immer ein Einser, gell? Und A, E, I, O, U ist jetzt erlaubt, also Ta sagt man nichts, aber ein T geht. Und für ein Einser sehe ich immer ein T. Wenn einer sagt, ich bin am 2.1. geboren, dann sage ich, ah, super. Oder meine Kollegin, die ist am 19.2.87 geboren, da geht es darum, da sehe ich eine Tube. Tube steht für 19 und auf der Tube steht drauf neu, ja, und neu ist eben 02 und Figo ist die Feige 87, und wenn man auf der Tube raufdrückt und ich koste das, dann bin ich wieder auf der Vakok-Ebene im gustatorischen Bereich, dann schmeckt das nach Feige und dann habe ich das Geburtsdatum von der Doris. Und das geht dann sehr schnell. Und das ist abstrakt. Der 19.2.87 werde ich mir nie merken. Aber die Doris, wie sie die Tube in der Hand hält, und da steht neu drauf, und ich mache das auf, und ich koste, und ich denke, oh, ich liebe Feigen, dann habe ich es in meinem Kopf abgespeichert. Es pickt drinnen, es schmeckt, es ist noch vielleicht zwischen den Zähnen oder so. Und das vergisst man dann nicht mehr.